So, da wären wir wieder. Ich habe ein, zwei Sachen jetzt vor. Also zum einen sind die ersten Kommentare da, was ihr davon haltet, dass wir das Ganze auf Roboter umstellen. Und es war nichts Negatives dabei, ein neutraler und Rest war eigentlich positiv. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt endlich Roboter bauen. Ich musste mich die letzten Tage schon zurückhalten, Falturio aufzunehmen, weil ich halt nicht zu weit vorpreschen wollte. Weil das Problem mit dem Vorpreschen ist immer, es macht mir zwar Spaß, dann viel auf einmal aufzunehmen. Und nicht immer nur ein, zwei Folgen dann aufhören, dann tagelang warten, dann wieder aufnehmen und die Hälfte vergessen, was dazwischen lag. Das Problem ist halt nur, dass die ganzen Fehler mir nicht wirklich auffallen. Die Fehler fallen euch wesentlich schneller auf, weil ihr die Videos direkt guckt und ihr macht das Ganze wesentlich bewusster. Ich spiele ja primär, ihr guckt ja zu und dann fällt euch das natürlich eher auf. Also wenn ich zu sehr vorpresche, dann entstehen Fehler und die Fehler fallen erst wesentlich später mir auf. Nämlich dann, wenn die Ressourcen fehlen. Zum Beispiel haben wir einen Fehler, komischerweise wieder hier oben. Da ist wieder ein Knödel durchgekommen. Was vorkommen kann, die Chance sollte eigentlich recht gering sein, aber mathematisch müsste es ja auch möglich sein, dass hier eine Stunde lang nur Knödel rauskommen. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber es müsste möglich sein. Dementsprechend hat das hier wohl ewig gestaut. Dann die Itemkollektoren. Die Itemkollektoren arbeiten ja anders, ist mir aufgefallen. Und zwar saugen die es nicht einfach so auf magische Weise aus Kilometer Entfernung Gegenstände an, sondern sie deklarieren Gegenstände auf dem Boden so, dass Roboter angeflogen kommen und sie einsammeln. Das heißt, der eine Itemkollektor hat nicht gearbeitet, weil da keine Roboterabdeckung war. Oder zumindest nicht genügend Roboterabdeckung. Und dich mache ich mal weg. Ja, das ist der nächste Punkt. Also ich fange jetzt an. Alles nach und nach, also fast alles, nach und nach auf Kisten und Roboter umzustellen. Dementsprechend werden sehr viele Altlasten vernichtet, wie hier zum Beispiel der Kohle. Ja, die Kohleanbindung bis hier oben. Das heißt, bis hier brauchen wir es eigentlich alles gar nicht mehr. So, das heißt, hier könnten wir einmal Zip machen. Was? Ich sagte Zip machen. Genau. Oh. Ja, Carbon haben wir vergessen. Und Explosives. Okay, Explosives ist nicht wirklich wichtig. Da haben wir jetzt schon viel zu viele. Aber Carbon. Das heißt, wir kriegen keinen Stahl. Das heißt, hier macht das weg. Macht da eine Kiste hin. Und du hättest gerne Kohle. 100 Stück. So, und du kriegst auch eine Kiste. Nicht, weil wir unbedingt Explosives brauchen. Aber ich hätte gern für den Fall, dass wir später irgendwann mal brauchen, die Möglichkeit, dass das System selbstständig Explosives herstellt, wenn es sie denn braucht. Also Shift rechts, Shift links. Genau, ist alles schon auf dem Weg. Sehr gut. Was ich auch noch machen will, also nicht nur, dass ich jetzt primär auf Roboter umsteige und Fließbänder nicht mehr so wirklich viel nutze. Ich will auch das Muster ändern. Dum, 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 dum. Und zwar auf die schon mal geplanten Substations. Das ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich die erforscht, aber ich habe sie nie wirklich aufgestellt. Das heißt, ich würde gern davon 20 Stück bauen. Und dann hier wahrscheinlich irgendwo aufbauen. Dafür muss das hier erstmal alles weg. Das will ich auch von Hand abbauen, weil sonst landen diese komischen Ditec-Maschinen wieder irgendwo nicht da, wo sie sollen. Wofür warst du? Also du bist eine Altlast für den Lava-Abtransport. Du kannst auch weg. So, das hier kann alles weg, mitsamt der Poles. Genau. Die restlichen Poles hier bleiben stehen, damit die Verbindung besteht. Ich muss mir jetzt den Punkt suchen, wo das neue System anfängt. Und dafür brauche ich erstmal ganz viele Substations. Ja, tu die mal da unten rein. Dann brauche ich Platz im Inventar. Oh, warte, 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 warte. Die Maschine hier muss ich deaktivieren, damit wir Resin haben, um das Rubber herzustellen. Das brauchen wir unter anderem für die Sniper-Munition. Da muss ich auch noch gucken, wie ich das irgendwie hinbekomme, dass jedes Mal, wenn Bäume gefällt werden, die Hälfte des Resins bei der Rubberproduktion landet und die andere Hälfte bei Bäumeherstellung. Wo wollte ich gerade hin? Ah, genau, Inventar ausmisten.
hier. Ich weiß jetzt nicht, ob hier wirklich der beste Ort ist für das Hauptlager. Eventuell muss ich das Hauptlager dann später auch nochmal umbauen, was recht aufwendig werden könnte. Na gut. Das da, das da, das da hin. Roboter kriegen mal ihre Freiheit. So, so. Kiste auf. Dann die Diamanten hier rein. Was einigermaßen übersichtlich ist. Wir haben schon 1,5 Stacks Ruby. Krass. Okay. Die brauche ich nicht. Die... So viele Engines brauche ich nicht. Die Rohsachen brauche ich nicht. Science Packs weg. Komische Slowdown Capsule. Ja, sieht doch okay aus. Oh, und die besseren Roboter. Komm mal raus. Genau. Und wir brauchen mehr Storage Chests. Weil wir halt unten eine Steinkiste leer machen und eine volle Kohlekiste. Das wird sehr viel Platz in Anspruch nehmen. Achso. Das sind passive Kisten. Ja, nee. Das tut mir jetzt leid. Aber das müssen aktive Kisten werden. Weil ich brauche den Platz hier unten. Es muss alles weg. Auch die Lavatanks, alles weg, damit ich hier schön viel Platz habe für die ganzen neuen Konstruktionen. Das heißt, zack und zack. Ganz viele Roboter haben jetzt ganz viel zu tun. Ah, 0 von 444. Die hau ich schon mal weg. Ja, Anfang für unser Muster. Unten links in der Mauer. Da. Und zwar setze ich das Ding so hin. Wo sind die jetzt? Da sind sie. Setze ich das Ding jetzt so hin, dass alle Türme abgedeckt sind. Oh. So würde das denn aussehen. So. Und hier zwischen haben wir jetzt wesentlich mehr Platz für diverse Konstruktionen. Oh, ich könnte schon mal Händler bauen. Ne, Zentrifugen. So, aber Liquid Händler können wir auch bauen. So. Ja, wesentlich mehr Platz. Dafür brauchen die Poles an sich aber auch mehr Platz. Aber es ist einfach ein Versuch. Ich habe das noch nie gemacht, mit denen wirklich aktiv zu arbeiten. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Könnte ein wenig teuer werden, wenn ich das jetzt komplett alles so mache. Deswegen gehe ich erstmal in Richtung meines neuen Spielplatzes. Ich mache nur eine Stromversorgung bis da hinten hin. Und dann können wir nach und nach alles auf das Neue hier umstellen, steigen. Ist echt ungewohnt, das zu platzieren. So, da landet es im Wasser, also noch ein weiter. Produziert ihr Smog? Nein. Das heißt, die... Was ist das? Achso, eine Mauer. Von drei Seiten angegriffen, okay. Da sie keinen Smog produzieren, sind sie hoffentlich kein direktes Ziel von den Beißern. Sonst könnten wir ein Problem haben, dass halt die ganze Stromversorgung hier gekappt wird. Achso, bis wo geht das Muster? Mach mal die Mauer weg. Die Mauer weg. Und guck mal. So, da muss es hin. Ja, und hier ist halt mein neuer Spielplatz. Da kommt dann die Lava-Geschichte hin. Also damit fangen wir an. Wir bauen erstmal die gesamte Lava-Erhitzung um. Und das machen wir alles hier, weil hier auch recht viele Lava-Felder sind. Wenn wir die Lava-Erhitzung komplett automatisiert haben, also mit Kisten und nicht mit Fließbändern, dann und erst dann fangen wir an mit dem nächsten Schritt. Und das ist Eisen und Kupfer. Und danach können wir zu den Sachen gehen wie Chips und so weiter. Also ja, ich könnte das auch alles jetzt schon machen, aber ich würde auch gerne möglichst schnell das Ressourcenproblem in den Griff bekommen. So, hier haben wir jetzt ganz viele doppelte Sachen. Wie zum Beispiel die... Die Türme können eigentlich da bleiben. Das Licht müsste woanders hin. Die Poles müssten weg. So. Genau. Sieht doch schon besser aus. Du weg. Du weg. So, die Tanks müssen auch noch leer gepumpt werden. Das heißt, ich hätte jetzt gerne Dummy-Tanks. Sozusagen Platzhalter, die ich einfach nur hinsetze, um zu zeigen, was wohin soll. Also würde ich dann wahrscheinlich
hier anfangen mit 600 Grad Tanks. Dann daneben 800er Tanks, 1000er Tanks, 1200er Tanks, 1400er Tanks. Das ist die Hitze, die normalerweise rauskommt, richtig? 1400er, ja. Oh. Ja, es würde normalerweise rauskommen, wenn die Jungs hier arbeiten würden. Die sind aber alle. Naja, steht keine Temperatur. Ich setze mal ganz kurz einen drauf, einfach nur um zu gucken. Ja, 1400er. Weg, 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 weg. So. Und da waren 1 Million Einheiten oder so, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Das ist eine Menge. So, weg, 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 weg. Also, von 800 bis 1400 können sie auch recht eng gebaut werden. Weil sie werden ja von 1400 runtergekühlt. Und beim Runterkühlen brauchen wir weder Kohle noch sonst irgendwas. Oh, ihr habt keinen Strom. Ach so, weil du nicht... Wo ist meine Substation-Geschichte? Da, wow. Weil hier keiner hinpasst. Wegen Wasser. Okay, To-Do-Liste fürs nächste Mal. Ich muss den Landfill-Mod wieder installieren. Und reißt mal bitte das hier alles ab. Das sieht hässlich aus. So, weg damit. So, die Kisten leeren sich langsam. Das wird dauern, ja. Aber alles für die Optik. Und ein bisschen Effektivität. Aber ich habe da nicht wirklich Probleme jetzt mit. Genau sowas mache ich eigentlich bei jedem Spiel, das ich habe. Gerade, also ich glaube bei Dwarf Fortress hat es damals angefangen. Man baut ein Fort, dann merkt man, was man alles falsch gemacht hat, dann will man es besser machen. Und dann ist es meistens eigentlich so, dass der Umbau viel zu lange dauert und viel zu aufwendig ist. Deswegen fange ich meistens neue Spiele an bei Dwarf Fortress. Aber ich habe keine Lust bei Factorio nochmal neue Spiele anzufangen und die ganze Textstufen hier wieder aufzubauen. Deswegen kommt jetzt zum einen der wenigen Male zu einem richtig großen Umbau. Also zum einen der wenigen Male, weil ich halt normalerweise mal neu anfange. Ja, die müssen später auch alle weg. Ich glaube, die optimiere ich doch schon. Also der Plan war ja Lava, Metalle und dann der ganz andere Ramsch. Aber ich denke, die Science-Dinger, die mache ich doch jetzt schon. Damit wir hier den ganzen Platz frei haben. Weil die stehen ja doch ein bisschen im Weg da. Also, du arbeitest gerade eh nicht, ne? Ne. Weg. 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 Dann brauche ich nur eine Anbindung irgendwo hin. Hey. Es müsste eigentlich alles zugemacht werden. Ist eine Menge Landfill. Ist aber auch eine Menge Stein, die wir brauchen würden. Das klingt von Mal zu Mal besser. Also ich denke, ich werde gleich einen Cut machen. Und dann werde ich so viel, also den Landfill-Mod installieren, dann werde ich so viel Landfill herstellen, dass die Kiste da leer ist. Und dass wir hier alles an Wasserflächen auffüllen können. Oh, warte. Alles an Wasserflächen? Dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr Wasser herzustellen. Doch, von oben. Weil oben wird das Wasser nicht weggehen. Da ist ein Riesensee und der soll auch da bleiben. Aber diese kleinen Tümpel, die hier quasi sind, die legen wir trocken. Das passt doch einigermaßen zum RP. Weil das macht man in Real Life ja auch. Meine ganze Stadt wurde auf einem riesigen Sumpf gebaut. Also, das geht schon. Ja, ja, das klingt gut. Also, das legen wir alles brach. Trocknen wir aus. Schütten Erde drauf. Und dann haben wir hier noch mehr Platz für die Lavaanlage und irgendwo in der Ecke die Science Packs. So, der gesamte Wald soll weg. Also, dich. Ja, jetzt wird das Drill-Ding da auch noch weggebaut. Du warst Kollateralschaden. Schön. Module da. So. Also Wald soll komplett weg, damit ich mich hier ordentlich umgucken kann. Smog ist eh kein Thema mehr. Das haben wir hinter uns gelassen, das Problem. Die Anlage hier kann auch komplett weg, weil ich will keine Granaten. So. Der Wald hier kann... Ah, ich habe den Pol mit erwischt. Wald weg,
Spalt weg. Nicht den Roboport weg. So, glaube ich. Ja, macht man. Wir gucken dann später, was kaputt gegangen ist. Dummy Tanks. Ich stelle mal ganz kurz auf. Einfach nur zum Testen. Also, 600. Wir müssen doch ein bisschen mehr Platz lassen. Ich denke mal drei Felder. Weil wir brauchen ja nicht einfach nur so. Wir brauchen ja hier überall zwischen noch die Abkühldinger. Ich brauche viel mehr Rohre. So. Sagen wir mal 5. Oder 7. Man kann das ja noch modular erweitern. Das heißt, da in der Mitte wären die Liquid-Dinger. Da kommt es raus. Eigentlich bräuchten wir auch noch eine Pumpe dazwischen. Damit das auch schnell genug geht, falls mal Not am Mann ist. Also bräuchten wir 5 Felder zwischen den Tanks jeweils. Oh Gott. Okay, mach das alles weg. Das heißt, 600 auf 800, 800 auf 1000, 1000 auf 1200, 1200 auf 1400. Dann wird es schon mal komplizierter, weil dann brauchen wir Stein von 1400 auf 600. 1400 auf 600 ist der 5. Schritt, 1600 auf 800 ist der 6. Schritt, 1800 auf 2000, 2000, 2020, 26, 28, 3, 32, 34, 36. 15 Schritte? Ernsthaft? Warte mal. Die Sprünge hier vielleicht größer? Nö. Also, 1, 2, ich kann einfach die Stufen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1? Nein. 15. 15 Schritte. Mal 3 Felder. Sind schon mal 65. Also 3 Felder, weil die Tanks sind, sind 65. Und dann nochmal 15 mal 5. Weil wir 5 Felder dazwischen Platz brauchen. 15 mal 5 sind 75. 75 und 65 sind 140. 140 Felder brauchen wir für die Anlage. Minimum. Wenn wir das so kompakt bauen können, wie ich denke. Das Problem ist halt nur von 1400 auf 1600. Brauchen wir eventuell mehr Platz als 5 Felder zwischen den Tanks. Ich sollte mir das bei der alten Anlage mal angucken. Weil wir halt die Steinlieferung ran brauchen. Och nö. 1, 2, 3. Wir haben es sogar mit 4 Feldern geschafft. Stimmt, weil es muss gar keine ungerade Zahl sein. Wir brauchen ja nicht auf beiden Seiten pumpen. Boah, wäre schon schön. Ja, also wie ihr hier schon sehen könnt, ich scroll mal das Fenster so, dass die Tanks oben und unten sind. So, also ein kompletter Monitor. 16 zu 9. Mist. Ja, also bis hier. Die Seite vom Monitor, das ist die Länge, die wir ungefähr bis hier bräuchten. Allein für den Schritt. Das heißt, vom Wasser bis hier. Wenn wir nur von 1600 auf 2000 gehen wollen. Und wir müssen bis 3600 gehen. Wir müssen das unbedingt im Knick machen. Also das wird brachgelegt. Wir fangen hier irgendwo an. Wir gehen da rum. Gehen dann nach oben und gehen dann wieder zurück. Sonst wird das monumental. Alternativ könnten wir hier unten anfangen und hochgehen bis da, aber uff. Ja, wird auf jeden Fall sehr viel Platz brauchen. Müssen wir gucken, wie wir das handeln. So, alle Roboter transportieren gerade Stein. Auch nicht schlecht. Aber ja, ich denke, ich mache jetzt den Cut. Installiere Landfill und fange dann an, das alles brach zu legen. Und währenddessen bauen wir immer schön weiter Substation und Untergrundbelts. Bauen wir immer weiter Substations, bauen wir Rohre, bauen wir alles möglich andere, was wir zwischendurch noch gebrauchen könnten. Und bauen dann die ganze Basis um. Sehr schön. Also bis gleich.